Bin ich wieder da? Dann muss ich mich aber verschieben, eine Sekunde. Spiel sieht man auch perfekt. Gartenstadt, warum fragt er mich am Anfang, wenn ich lade, ob ich zufällige... Die waren doch an, haben die da irgendwas gepatcht und ich habe es nicht mitbekommen? Ach, das ist die falsche Stadt, wo ich gerade geladen habe, ich Depp. Das ist die, ja, falsche Stadt. Falsche Stadt. Nichts passiert, gar nichts passiert. Dann ist es die hier, oder? Ja, da sehen wir noch den, ja, genau, da ist der Meteor vom letzten Mal, wo wir eine Überflutung planen. Genau, das ist diese. Perfekt. Wo wir immer noch die Überflutung. Warum macht das überall Ding? Es ist zwar schön, dass es. Und die Tiefenschärfe hat es mir wieder ausgestellt. Mann. Da hinten ist unscharf. Warum ist es unscharf da hinten? Jetzt. Das finde ich immer irritierend momentan, wenn ich einen neuen Sp oder einen Spielstand wieder lade, dass es gerade dieses Bling, 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 Bling macht. Das dürfte eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwo einen Park gebaut hätte oder sowas, würde ich sagen, ja, aber das habe ich ja nicht. Alles sehr komisch, alles sehr komisch. Viel interessanter ist die Frage, warum habe ich hier dieses Gebiet noch nicht? Weil kein Wasser, warum? Nächstes Stromleitung. Kann ich mal von hier ziehen? Dann kann ich die hier wegreißen. Jawohl. Jetzt habe ich die Straße noch nicht gebaut. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Den Bereich kann ich ja hier auch schon mal alles abreißen.
Da haben wir ja hier angefangen, ja, dann kann der Meteor, genau. Hier haben wir unser schönes Ölgebiet. Da können wir aber noch. Haben wir hier eine Feuerwehr? Nein, wir haben keine Feuerwehr. Ach du Jemine. Ölgebiet und keine Feuerwehr. Und wahrscheinlich wäre eine Polizei auch nicht schlecht. Noch geht's vom Verkehr, auch wenn der Traffic Manager immer noch kein Update hatte. Also war mein letzter Stand, dass er noch kein Update hat. Das Ding hier braucht ein Weilchen, bis es sich entleert hat, bis wir es entfernen können. Bin ich mal gespannt, ob der See sich hier überflutet oder nicht. Wie viel brauchen wir? 6500, okay. Warum macht das immer noch Ding, 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 Ding? Ich verstehe es nicht. Grundschule bräuchten wir noch eine. Da haben wir da oben eine normale. Hier haben wir eine freie Schule. Friedhof Hammer. Wir haben noch kein Krankenhaus. Oh, da sparen wir mal auf das Große. Bild. Wir brauchen dringend mehr Wohnungen. Da kann ich den Strom eigentlich auch anders abzweigen. Dann können wir hier nämlich die nächste Straße bauen. Wasser haben wir dann noch. Da haben wir es vergessen. Ah, da sparen wir gleich auf ein großes Krankenhaus. Auch Feuerwehr und Polizei müssen wir durch groß ersetzen, weil hier wird ja das Großstadtgebiet. Okay, langsam habe ich den Verdacht, wir überfluten. Langsam wird's eng. Also arg viel mehr darf der Wasserpegel nicht mehr steigen. Sonst haben wir ein Problem. Kannst du mal aufhören, Wasser zu pumpen?
Also die Höhenlinie darfst du jetzt nicht übersteigen, sonst wird's kritisch. Oh. Auf welche Höhe macht das Ding denn hier voll? Bis es unter Wasser ist, oder? Also momentan macht es ja sogar noch hier auf die Höhenlinie. Also wo ist hier Ende Gelände? Stopp. Aus. Ja, wir bauen wieder Atlantis. Shizuka wird sich freuen. Heißt, ich muss mal gucken, das Ding tiefer zu setzen, weil das war jetzt eindeutig zu hoch. Aber ich kann es nicht tiefer setzen. Ja doch, das wäre etwas. Na gut, jetzt müssen wir warten, bis das Wasser verdampft, weil, also zum Glück verdampft Wasser auch wieder. Also es versickert langsam. Hoffe ich mal. Unbewegen, Frieden. Nein, ich möchte nicht mehr unbewegen. Ich möchte gern. Okay. Lassen wir die Meldung einfach mal so stehen. Warum habe ich kein Krankenhaus? Da können wir eigentlich schon mal viel großzügiger alles einpinseln, weil das wird alles Wohngebiet. Bis zu den Schienen, das, ja, das passt. Was ich mir vielleicht, ich bin gerade am Überlegen, man könnte rein theoretisch auch. Halt, aber falsch. Unterdistrikte machen, wo man dann dafür sorgt, dass es hier. Na, gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich wollte gucken, ob wir einen Kredit aufnehmen können. Darlehen. Nein, ich kann jetzt zahlen, dann kann ich mir eins holen. Haben wir jetzt genügend? Jawohl. Krankenhaus. Großes. Ah, Nase juckt, Nase juckt. Wieso passt.
Jetzt haben wir zumindest mal eine Gesundheitsversorgung. Und da rücken auch gleich alle Krankenwägen aus, weil wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung todkrank ist. Und dann wird man hier wahrscheinlich doch die Variante mit dem Dings machen müssen, mit dem Kanal. Habe ich gerade das Geld wahrscheinlich nicht dazu. Was kostet denn das? Plus 12 pro Zelle. Okay, das könnten wir uns wahrscheinlich sogar leisten. Jetzt ist bloß die Frage, wie weit muss ich das reinbauen, den Kanal? Reicht das hier? Das sieht komisch aus. Mit dem Rand hier. Warten wir mal. Probieren wir einfach mal aus. Stromleitung natürlich kaputt gemacht. Wieso komme ich mit dem Strom jetzt hier nicht drüber? Geht doch. Ach, dann muss der noch weiter. Moment. Ich hoffe, den sieht man dann nachher nicht mehr. Ansonsten müssen wir da einen anderen Kanal hinbauen. Und ich hoffe, dass sich das Ding auch irgendwann mal mit Wasser füllt. Und sollte ja dann von den Höhenlinien her... Moment. Passen. Oder? Ja. Das Wasser verhält sich halt mal wieder ein bisschen komisch, wie immer in dem Spiel. Zum Beispiel steigt das jetzt hier über drüber. Was ich nicht gut finde. Wie kann das Wasser steigen hier? Oh je. Yeah. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Sieht ulkig aus. Dich machen wir lieber mal wieder aus. Aber wie so zum... Scheiße.
Warum? Zieht der Kanal das magnetisch nach oben oder? Da haben wir wieder eine tolle Überflutung hinbekommen. Muss ich den Rand hier befestigen vielleicht? Also kann ich den nicht natürlich lassen, sondern muss diese Keimauer da drumrum? Jetzt gucken wir mal, das Wasser geht. Na. Jetzt hat sich's dem Flusspegel angepasst. Wenn ich jetzt verbinde, was passiert dann? Ich sollte vielleicht auch einen Streamtitel anpassen. Fällt mir gerade ein um das Spiel. Warum sagt mir denn keiner was? So, jetzt ist es angepasst. Jetzt kann ich hier noch mal versuchen, das Ding ein bisschen weiter runter. Hallo. Warum hat das Ding? Wasser sollte man eigentlich auch noch haben. Okay, der flache ist zu flach, da kommt dann zu wenig Wasser. Oder? Machen wir mal einen mittleren draus. Wie das nach unten sackt, das Wasser. Gut, das können wir dann jetzt ein bisschen laufen lassen. Derweil kann ich hier die Straßen upgraden. Das bringt immer ein bisschen. Leute haben es gern, wenn es ein bisschen grün ist. Kann man ja verstehen.
glücklichere Geschäfte und glücklichere Leute zahlen mehr Steuern. Toll, jetzt ist es ausgetrocknet. Da haben wir die Straßenbahn, die ist bei den, genau hier. So. Im Prinzip können wir die mal bis hierhin machen und dann hier rund, eins weiter, oder? Ja, eins weiter. Beziehungsweise gucken wir mal hier, damit wir symmetrisch bleiben, so. Und so. Genau. Dann können wir hier auch noch Abfahrten machen und eine Auffahrt. Ort bereits belegt, wie bereits belegt. So. Eigentlich sollte man die wieder nach innen führen. Bloß ich befürchte, hier innen ist zu eng, dass da überhaupt irgendwas runter könnte. Na, da drin ist es zu eng. Jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass wir eine Auffahrt und direkt danach eine Einfahrt haben. Ausfahrt. Was in der Regel das Spiel ja nicht so mag. Du bist bei 56%, okay, damit kann ich leben. Und hier gehen wir noch eins hoch. Und ich bin pleite. Yippie! Platz für Industrie haben wir noch, beziehungsweise wir werden ja dann hier die Felder auch alle wunderschön verwenden. Da freue ich mich schon drauf. Wobei es ein bisschen viel Landwirtschaft ist im Verhältnis. Gut, die Ölfelder sind auch nicht schlecht verteilt, aber ja. Und hier darf man natürlich nicht vergessen, hier machen wir Bergbaugebiet. Und den Bereich hier lassen wir mal frei. Nicht genug Geld. Jetzt bin ich fast in Versuchung, das Ding wieder nach oben zu setzen. Was ich aber nicht kann, warum kann ich es wieder... Warum kann ich dich nicht mehr da hinsetzen? Wasser haben wir genug, Strom ist eng, aber haben wir auch noch genug.
Den Bereich lasse ich frei, weil stimmt, da könnte man eigentlich das Krankenhaus, was ja jetzt hier mittendrin steht, dahin. Ja, das passt soweit. Wieder kein Geld. Eieieiei. Auch maximal bis dahin bauen. Aber hier drin können wir eigentlich erstmal, ja, hier kann man noch ein bisschen Gewerbegebiet auch anbauen. Kann ich im Zweifel immer noch alles entfernen? Halt da nicht. Du bist immer noch nicht leer. Hier kommt dann allerdings auch noch Grünfläche hin, denke ich. Oh, jetzt geht es uns zum Strom raus. Und ich habe kein Geld. Warum geht der so Frischwasseraustritt nicht weg? Ich glaube, wir müssen uns ein Ölkraftwerk gönnen. Ja, ich weiß, ihr wollt alle Strom. Was kostet so ein Ölkraftwerk? 50.000, ach du Scheiße. Wasser haben wir genug. Noch. Okay, ich lese gerade, dass der Twitch wohl ein paar Problemchen hat. Dass der Chat wohl nicht lädt. Dann refresh ich mal kurz. Ah, jetzt tut er wieder bei mir. Ne, jetzt hängt er. Mähe. Und wir sind große kleine Stadt. Heißt neues Gebiet, Steuerrichtlinien, einzigartiges Gebäude Stufe 5, Seilbahn, U-Bahn, ein IT-Cluster können wir bauen, Spezialisierung Freizeit, Bildung und so weiter. Und wichtig, wir können jetzt anfangen, Hochhäuser zu bauen. Ich mache das, glaube ich, doch, was ich gesagt habe.
Und zwar. Moment. Ich unterteile die Stadt noch ein bisschen. Weil dann kann ich zum Beispiel passenderweise, hier zum Beispiel, der Block hier dann, kann ich dann zum Beispiel, also wenn ich gerade nicht auf Fragen im Chat antworte, mein Chat hat gerade einen Dauerladebalken, deswegen, sorry, ich probiere es nochmal. Das große Fenster. Da zeigt es mich sogar als offline an. Ach du Schande. Okay. Wie gesagt, hab Geduld. Ich kann gerade nicht mal mein Fenster laden. Da scheint was zu sein. Ich mache einfach mal weiter. Dann kann ich nämlich hier zum Beispiel diesen gesamten Bereich sagen, das ist selbstversorgende Gebäude, das sind die neuen Öko-Gebäude. Und ich kann sagen, was ja passend ist, biologische Herstellung in dem Bereich. Dann haben wir hier ein normales Viertel, ein Viertel mit Bio, bla und so weiter und so fort. Wasserversorgung haben wir an der Stelle und ich kann plopp. Macht euch mal weg. Und ich kann auch hier anfangen, das erste Gebiet auf Hochhaus umzubasteln. Wieso habt ihr jetzt keinen Strom? Schön, jetzt ist Twitch bei mir komplett down. Ach Mann. Nee, der muss wieder weiter höher. Warum kann ich den jetzt nicht mehr da oben hinsetzen? Bäh. Warum?
Jetzt geht's wieder. Wittendorfer Post. Ne, Weiterdorfer, was heißt das? Ich bin bei Altdeutsch immer ein bisschen schlecht. Weiterdorfer Post, okay. Oh, hat die Map rein europäische? Ja, hat es. Es hat den europäischen und der Mod mit den möglichen Dings tut noch nicht. Okay. Was ich an dem Mod nicht mag, sind die Häuser im Hochhausmodus. Sie bauen sich zwar schön zusammen, aber es gibt keine Variation. Wirklich, das sieht dann aus, als wenn du Berlin nachgebaut hast. Juhu. Ich möchte aber richtige Hochhäuser, Hochhäuser. Da gucken wir jetzt einfach mal geschwind. Twitch City speichern. Yep. Hoch. Zurück zum Hauptmenü. Inhaltsverzeichnis. Mods. Also wie ihr seht, ich musste ein paar, ja, nicht erneut fragen, wieso sind die alle aus? Da hat der letzte. Deswegen sind die auch. Oh, haben die alle bling 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 gemacht? Da hat er nach dem letzten Update einfach alle. Er hat auch die Hälfte meiner Mods rausgeschmissen, also komplett gelöscht. Okay, ein paar Objekte sind noch da, aber ein Haufen von den Mods sind einfach weg. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und deswegen hat er mich auch beim Laden gefragt, ob ich zufällige Dings anhaben will, zufällige Katastrophen. Natürlich, die hatten wir auch an, weil da kam ja Meteor, aber das ist, sorry, dass es mir durch die Lappen gegangen ist, aber das ist auch ein bisschen ärgerlich. Viel ärgerlicher finde ich, dass ich die Mod mit dem Sims jetzt anscheinend nicht habe. Was positiv ist, ich konnte jetzt mal laden, ohne dass eine Meldung kam. Distrikte, ja, das war Distrikte. Ich stelle jetzt hier mal einfach auf Vanille. Ich habe doch hier extra einen Distrikt gemalt. Komplett. Also irgendwie haben sie da irgendwas verkünstelt. Ansonsten passt der Spielstand, aber das haben sie ein bisschen verbauert wohl gerade. Und jetzt ist es auch schwer, ich brauche eine Menge mehr an Strom, jawohl. Öl, wir produzieren Öl, also hätte ich auch gern ein Ölkraftwerk.
Und jetzt wird es auch deswegen, wie gesagt, auch das ganze Bling, Bling, Bling. Weil der Schwer macht die Sachen nicht nur teurer. So, die Leute sind auch nicht so schnell zufriedenzustellen. Jetzt habe ich das auf Vanille gestellt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass dann hier. Normale Hochhäuser kommen, sondern doch, das ist ein normales, oder? Ja, perfekt. Ich kann auch ein neues Gebiet dann nehmen, halt. Ich will ja Industrie. Warte, haben wir einen Moment. Ich habe den Overlayer. Eine schöne Änderung. Da kaufe ich das dazu, damit mir hier dieses Erzfeld. Dazu nehmen können. Sobald die Industrie wieder schreit, die wird aber noch nicht schreien. Die schreit jetzt erstmal nach Wasser, weil ich mehr Wasser brauche. Jawohl. Jetzt wird wieder ein Schuh draus. Abwasser sollten wir noch haben. Ja, haben wir. Strom haben wir jetzt auch ein bisschen Spielraum. Jetzt. Pfeifchen, hallo, willkommen zurück. Gifmo, hallo. Und Anna, hallo. Ich kann endlich wieder den Chat lesen. Hallo, Debosch. Es tut mir leid, Twitch hat wohl Probleme gehabt. Ich frage jetzt einfach auch mal die. So in den Chat rein. Weil Twitch ja gerade am Abkacken war, wollte ich jetzt einfach mal wissen, ob ich überhaupt noch online bin oder die ganze Zeit mit mir selbst geredet hat. Okay. Danke, Shizu. Und guten Abend an alle neu dazugekommenen, die ich jetzt sozusagen überlesen oder nicht gesehen habe. Oh. Mein Kraftwerk hat kein Wasser. Ich bin eine Blume. Ein Veilchen. Was ist hier los? Genau, das ist es jetzt. Jetzt ist es wieder schwer. Also ihr habt zum einen habt ihr meinen totalen Fail mit dem Wasser mit dem Atlantis verpasst. Das ist ja dann nicht schlecht, dass ihr das nicht gesehen habt. Und die Mods waren aus. Und jetzt wird da halt wieder alles zurückgehen, weil es jetzt halt wieder schwer ist. Okay. Ja, also ich hab's. Ich habe deswegen auch dieses ab und zu rausklicken. Entschuldigung dafür, falls ihr da trotzdem ein Bild hattet. Ich habe halt gemerkt, dass mein Chat, den ich da offen habe im Dashboard, wo ich euch lese, hat einen Kreisel bekommen. Und dann wusste ich nicht, bin ich jetzt noch online, weil mein OBS hat immer schön brav online angezeigt. Aber es scheint ja so, als wenn sie es langsam wieder fangen würde. Wie geht's euch? Wie war euer Tag, Anna? Gifmo, Pfeifchen, alles schön eingekauft?
Hier können wir jetzt Stück für Stück alles zu Großfläche machen. Das war so schön, Moment. Guten Abend, Black Devil. Da ist es wieder, Gizmo. Und jetzt musste ich leider mit dem halbrasierten, frisch rasierten wie ein Androiden-Popo Hörnchen zufrieden geben und nicht dem schön gezeichneten von Shizuka. Hier haben wir noch Platz für Industrie, das passt alles wunderbar. Hier bin ich aber unzufrieden. Das sieht mäh aus. Da hätte ich gern ein bisschen mehr Wasser, aber es scheint wohl. Na, mal abwarten. Vielleicht entwickelt sich es noch. Das Bildchen von Shizuka war sozusagen vorher da. Das hatte ich schon um einiges länger und ich finde es schön. Und die Idee mit den Dings reinbasteln bei den kleinen Süßen, ich weiß nicht. Bei den Emos. Prinzipiell keine schlechte Idee, aber mal gucken, mal gucken. Das nächste, was ich mir von Ria machen lassen will, ist, wenn sie mal wieder Zeit hat und das Geld gebrauchen kann, ein Banner. Auf einer langweiligen Schulveranstaltung, was war's denn? Die werden mir alle abhauen. Die werden mir alle abhauen. Was ich machen kann, ist die, da der Distrikt jetzt wieder da ist, kann ich sagen: erstens mal Rauchmelder, zweitens Park und Bildungsschub. Das sollte ein wenig pushen, aber ich sollte eventuell auch einen Park bauen. Was haben wir denn da? Da haben wir einen großen Spielplatz. Wie wäre es mit dem Hundepark? Wer mag Hunde? Hier haben wir einen Hundepark. So. So ein Herbstprogramm. Ich bin immer dran denken, ich bin ein älteres Semester. Was ist ein Herbstprogramm in der Schule? Geht man da Laub sammeln, Kastanien, Bastfiguren basteln? Aber ich glaube, das macht man auch in der Grundschule oder im Kindergarten oder nicht mehr in der höher weiterführenden, oder? Ach, wir haben wieder den Moment, da muss ich wieder dran denken. Das stellt sich immer ein pro Spiel. Das heißt, ich muss hier. Babab. Nein, das nicht. Das da braucht ihr noch. So. Weil hier fabrizieren wir schon wieder einen wunderschönen Stau. Du bist immer noch. Mäh.
Okay, die sind jetzt nicht mehr ganz unglücklich. Der hier ist noch Wasser. Wieso fehlt uns? Oh, da fehlt uns. Oh, Wasser, 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 Wasser. Wasser. Was ich am Überlegen bin, weil eigentlich, wir haben jetzt 12 Grad, braucht man normalerweise schon eine Heizung langsam für die Damen und Herren. Brauchen wir ein Heizungssystem? Eigentlich ist dieses Heizungssystem, also die Dinger hier, sind ja mit der Wintermod dazu gekommen. Jetzt hat man ja hier leider es nicht geschafft, warum auch immer, wirklich einen Jahreszeitenwechsel zu bauen. Die Temperatur schwankt zwar, je nach Jahreszeit, aber es schneit nicht. Ja, die Baumer. Wenn wir wieder Geld haben. Ach du Scheiße. Der bringt uns erst was. Na, der bringt uns noch gar nichts. Wie sieht es mit der Mülldeponie aus? Die Mülldeponie ist zu 69% voll. Das Recycling Center ist auf Volllast. Das ist auch fast auf Volllast. Ja, wir nehmen zu wenig ab. Strom. Ja, Strom kann nicht schaden. Also bauen wir eine Müllverbrennungsanlage. Jetzt ist der Stau hier natürlich tödlich, weil hier natürlich unsere Müllverbrennungsanlage kommt. Oder ganze Müll wird ja nach da drüben transportiert und muss da lang, aber noch meckert keiner rum. Also sollte es eigentlich kein Problem sein. Theoretisch. Als nächstes Quadrat kaufen wir das dazu, dass wir hier die Straßenbahn mal fertig bauen können. Dass wir da mal ein Quadrat haben. Ich hätte eigentlich auch in die Richtung bauen können. Egal. Okay, unser Geld bricht gerade derbe ein. Warum? Warum gehen wir gerade so derbe in Minus? Mit 500 die Woche reißt man jetzt nicht wirklich die Welt raus. Schule, Parks. Boah, die Richtlinien. Fünf pro Gebäude. Bäh, brauchen wir nicht. Weg damit. Um 25% Bildung ist in Ordnung. Kasper! Boah! Danke für die Cheers, du Kasper. Wie geht's dir? Danke, 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 danke. Für die auf YouTube, die es nicht wissen, was gerade passiert ist, Kasper hat mir Cheers dagelassen. Herzlichen Dank, Kasper. Kasper Vollon, super Typ. Die Spiele, die er spielt, witzig, vor allem so Jump and Run, zwischendurch mal Shooter. Macht immer Spaß zuzuschauen. Immer gute Unterhaltung. Ah, ich dachte gerade, was ist das jetzt? Habe ich irgendwie ein neues Handy-Klingelton? Warum höre ich mein Handy über die Kopfhörer?
Hui. Danke, Kasper. Danke, 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 danke. Und erinnert mich daran, dass ich diese Cheers-Dinger auch noch mal was anderes bringen wollte als das Standard Steam Labs Zeugs. Wie geht's dir, Kasper? Wie ist dein Tag gewesen? Wie ist die Woche? Und wann streamst du das nächste Mal? Hui. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich machen? Ich wollte mehr Geld bekommen. Jetzt streist es gerade wieder nach oben. Jump and Run. Das war der Name. Und danke, Kasper, für den nächsten Cheer. Dankeschön. Ich bin leider immer noch in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen, den Sound dafür anzupassen. Danke, danke. Hui. Bibing. Da muss ich auch mal Ria fragen, ob sie auch so GIFs macht. Auch für den Follow und so weiter. Da zeige ich ja im Prinzip in Anführungszeichen nur die Emos. Emojis, Emos. Ich zeige Emos. Ich zeige Menschen? Nein. Ihr wisst, was ich meine. Meine Bildchen, die süßen, lieben kleinen Bildchen, die mir Ria gemalt hat. Und ob man da vielleicht noch GIFs draus machen könnte. Bügeln? Kasper am Bügeln. Ich würde ja sagen, komm, nimm meine Wäsche auch noch zum Bügeln, aber als Informatiker hat man den Vorteil, dass man im Geschäft nicht mit Anzug rumrennen muss, sondern mit T-Shirt, also bügeln ist nicht. Waschmaschine aufhängen und gut ist. Glatt, Noob. Ins Minus gehen, genau, danke, danke, das war's, das war's. Und das haben wir jetzt behoben, indem wir dieses Rauchmelder. Weil das 5 Credits pro Gebäude und das sind halt schon einige Gebäude, das ist ein bisschen viel. Da baue ich lieber eine große Feuerwehr. Bügel dein Zeug selber. Nein, wozu habe ich denn Moderatoren? Macht auch mal was. Gleich kriege ich wieder Schläge. Industrienachfrage haben wir langsam. Das sind noch ein paar Felder. Ne, das sind alle belegt. Es sind noch Felder frei, aber nicht wirklich interessante Felder. Heißt, wir sollten uns mal hier drum kümmern. Jetzt nutzen wir die Chance. Viel Spaß, Kasper, und herzlichen Dank nochmal. Des neuen Möglichkeit, dass das Overlay on bleibt. Nein, andersrum. Erst Straße bauen, dann. Hier kommen die Bäume alle weg. Hier, Bäume kommen weg. Ich muss immer noch sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Map gefunden habe. Sieht nicht ganz so abgehackt aus. Hier können wir recht großzügig sein mit dem Gebiet, weil wir werden in den Wald nicht reinbauen, sondern hier kommt noch ein Wohngebiet hin. Aber hier in dem Wald werden wir ansonsten nichts mehr bauen. Dann müssen wir natürlich noch sagen, dass hier Erze abgebaut werden soll, also ein Bergwerkgebiet wird. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch an die Autobahn anschließen. Die Frage, daran oder so eine verkrüppelte Auffahrt wie hier? Ich würde sagen, am besten. Autobahn in zwei Richtungen. Gehen wir so und dann müssen wir hoch. Irgendwie drüber. Und wieder. Hä?
Ah. Warum hat es die Brücke gekriegt? Ich dachte gerade, hä? Warum baut es die Brücke nicht? Panik, Panik, Panik. Dann haben wir. Nein. Hier eine Auf. Dip. Hier eine Auf. Baust du das jetzt echt unten durch? Ach, jetzt haben wir wieder den Effekt mit den Bäumen. Der Baum muss weg, der Baum muss weg, 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 weg. Den Mod habe ich doch eigentlich gerade gar nicht aktiviert. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Weg. Hat es hier wenigstens alle Bäume entfernt? Also ich habe mal einen Mod installiert, der auch noch in der Liste drin ist. Der das frei, also der normalerweise ist es ja blockiert, so Bäume in Straßennähe oder Gebäudenähe und so weiter zu bauen. Und der Mod erlaubt das, hat allerdings den Nebeneffekt, dass manche Gebäude oder manche Bäume, nicht Gebäude, Bäume nicht mehr abgerissen werden, wenn man eine Straße hinbaut. Okay, warum kann ich... Bin gerade leicht irritiert. Ja, ist zwar verkehrt rum, aber ja. Nein. Das ist richtig rum. Dann das Ganze noch in die andere Richtung. Das ist jetzt verkehrt rum. Und das gleiche da drüben. Das ist jetzt richtig rum. Das erkennt man auch daran, dass die Bäume, wo nebendran sind, normalerweise wird da immer recht große Schneise abgerissen. Das passt jetzt hier aber. So. Die einzige Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass hier LKWs nicht auf die Autobahn fahren, sondern hier geradeaus und dann da drauf. Aber das müssen wir dann eventuell unterbinden. Indem ich sage, nein, ihr dürft da nicht lang fahren, aber das gucken wir einfach mal. Dann muss das Gebiet natürlich noch bewässert werden. Bewässert, mit Wasser versorgt werden. Und ich habe nicht genug Geld. Ich habe wieder genug Geld, weil wir sind eine Kleinstadt geworden. Das heißt, wir können einzigartige Gebäudestufe 6, einen Zug, eine Moonrail, eine Seilbahn. Wir können neue Richtlinien unterlassen. Erlassen, unterlassen. Erlassen. Das sind die verschiedenen Schienen. Großbahnhof, Seilbahn, Moonrail, Staudamm, den wir auf der Map aber wahrscheinlich leider nicht bauen können. Ein Yogagarten. Ich würde Autobahnen bauen, da würdest du mit den Ohren schnackeln, Mann. Das sieht immer noch scheiße aus, da müssen wir uns noch was überlegen. Damit bin ich noch nicht zufrieden. So. Wasser haben wir gesagt. Ach, nee, Moment, die brauchen wir noch nicht. Da reichen noch. Die normalen aus, damit wird das Gebiet abgedeckt. Dann brauchen wir Straßen. Wäre sinnvoll.
Na, ganz so großzügig müssen wir nicht sein. Bei den Ölfeldern und Erzgebieten gucke ich, dass es nicht allzu quadratisch innen drin wird. Aus dem einfachen Grund, weil das geht ja eher, wenn man es in echt hätte, würde es ja auch nicht so planbar sein, weil die Natur halt das Ölfeld nicht unbedingt immer quadratisch praktisch gut platziert. Hier in der Mitte brauchen wir eigentlich gar keine machen. Nee, brauchen wir nicht. Okay, Feuerwehr. Na komm, das muss doch ein ganzes Gebiet abdecken. Und dementsprechend auch die Straßenplanung natürlich nicht ganz so hundertprozentig ist. So. Sieht aus wie ein Fisch. Hier die Flosse, das Gerippe. Dann fehlt aber das Auge. Ja, das Auge ist jetzt ein bisschen missraten, aber das soll ein Auge sein. Aber ja, ja, wie ein Fisch. Moment. Fischerz. Ein Lächeln bitte. Eine Sekunde. Lächeln. Wenn der Wald mal weg ist, dann sieht man das Lächeln auch. Noch sind die Bäume im Weg. Perfekt, perfekt. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal Strom hinbringen. Jetzt hat das Ding Strom und Wasser. Jawohl, hat es. Wir haben es schon als Mineralhammer deklariert. Und jetzt müssen wir immer aufpassen. Die ersten Gebäude im neuen Gebiet werden sich in der Nähe von einem schon existierenden Gebiet. Das haben wir ja bei der letzten größeren Stadt festgestellt. Wenn du da kein Gebäude hinsetzt, dann siedelt sich niemand an. Also werden sich die ersten oder sollten sich die ersten Gebäude hier ansiedeln. Und dann möchte ich, dass es hier rauswächst, in Anführungszeichen, dass ich diese Stromleitung dahin legen kann und nicht mehr quer durchs Feld muss. Ach du. Da brennt's. Wir haben noch keine Losch. Oh, jejeje. Das kam ja auch mit dem Katastrophenmod dazu, dass sich die Brände ausbreiten und überhaupt ein Waldbrand existieren kann. Und wenn ich mir das Waldgebiet hier so anschaue, ja, 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 das kann böse, Entschuldigung, böse enden. Bevölkerung brauchen wir mehr, also machen wir diesen hier. Warum ich hier Stück für Stück vorgehe, ist, das haben sie im SimCity, also in dem Original-Ursprungsspiel, mal ein bisschen besser gelöst. Da gab es ja auch verschiedene Stufen von. Also beim den normalen SimCity war ja niedrig, mittel, hoch. Und wenn du es dann abgegradet hast, dann sind die Gebäude geblieben, bis sich ein größeres oder höherwertiges Gebäude angesiedelt hat. Hier ist es so, dass wenn ich den Distrikt neu oder den Bereich neu ausschreibe, also von
gering bebaut auf groß bebaut verschwinden die anderen Gebäude, die schon gebaut sind. Was natürlich, wenn ich das jetzt überall machen würde, dazu führen würde, dass alle Leute abhauen würden. Deswegen muss man das jetzt hier so Stück für Stück für Stück ummünzen. Hier baut sich, also hier habe ich gesagt, genau, das können wir eigentlich auch gleich ändern. Und zwar, dieser, na, da bin ich jetzt mal ein bisschen großzügig. Ich weiß nicht, wie groß dieser Distrikt hier wird. Machen wir einfach mal. Gutshofhügel wird erstens selbstversorgende Gebäude haben. Klick. Und zweitens den biologischen und lokalen Herstellungs Ding. Ändert Gewerbegebiete zu Gebäuden wie Läden mit biologischer Herstellung, Aufladestationen für Elektroautos und ähnlichem. Produziert 50% der verkauften Güter lokal. Frachtverkehr im Gebiet ist um 50% verringert, erhöht den Stromverbrauch und zwar verringert die Müllproduktion. Das ist aus dem neuen Öko-DLC, den ich dazu gekauft habe. Wird jetzt allerdings auch erstmal dazu führen, dass alle Gebäude hier verschwinden und neue hinkommen. Man kann nicht alles haben. Der ist ja immer noch nicht leer. Und der hier füllt sich immer noch nicht. Mist. Ich kann noch versuchen, Moment, da haben wir jetzt auf Mittel abgegradet. Nach dem. So, jetzt ist er tief. Jetzt haben wir gleich wieder einen lustigen Wasserabsacker, genau. Oder warte mal, jetzt ist es von. Warte mal, jetzt habe ich glaube ich einen Fehler gemacht, weil. Moment, lesen wir den Text nochmal durch. Ein tiefer, breiter Kanal. Nutzt die Fläche. Nutzen Sie flache Kanäle, um zu bestimmten. Zu. Nochmal von vorne. Nutzen Sie flache Kanäle, um zu bestimmen, wie viel Wasser in einen Kanal fließen soll. Durch Kanäle entstehen automatisch Wege für Fähren. Ja. Ich will ja im Prinzip, dass hier hinten mehr Wasser sich aufstaut, damit das hier so auf die Höhe. Das heißt also, ein tiefer Kanal ist scheiße, weil das heißt, mehr Wasser drückt raus. Logische Konsequenz wäre, wir müssten das Ding wieder auf flach ummünzen. Einfach um dafür zu sorgen, dass hier das Wasser, was da hinten ist, nicht. Oh, jetzt haben wir gleich wieder Atlantis. Wir haben gleich wieder Atlantis. Gleich gibt es Überschwemmung. Nein, zum Glück nicht. Und wir haben ein großes Industrieproblem. Oder Nachfrage nach Industrie. Okay, hier wie gewünscht den Effekt, dass sich das Zeugs da in die richtige Richtung ausgebreitet hat. Und jetzt können wir großzügig. Schwupps. Der grüne Laden. Oh, halt, halt, halt. Wenn ich schon mal dabei war, kann ich auch gleich so. Moment. Keine Angst, es wird dann auch noch Gebiete geben, in denen ich in Anführungszeichen Kleinbauer, also nee, da wollte man nicht so. Klein im Sinne von nicht mit wie heißt also mit gering besiedeltes Gewerbegebiet und so weiter bauen. Das kommt noch, aber hier wollen wir ja im Prinzip die Cash-Cow hinpflanzen, dass wir hier das Geld haben, um dann mal weiterspielen zu können.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Variationen bei diesen, also es ist, normalerweise haben diese ganzen Gebiete ja, wenn man hier anguckt, haben die verschiedene Stufen. Die normalen Gewerbegebiete, zumindest drei normale Industrie, hat drei Stufen, wo auch jedes Mal andere Gebäude bei rauskommen. Während diese hochspezialisierten Gebiete haben eine Stufe. Und da ist die Variation der Gebäude jetzt auch eher, wo ich sagen muss, naja. Sieht ein bisschen eintönig aus, finde ich. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Auch hier, jetzt hast du hier da überall dieses fast das identische Gebäude. Aber passt ja soweit. Es wird irgendwie weniger Wasser als mehr. Was wir noch probieren könnten, wäre. Wir machen einen kleinen flachen Kanal. Oh. Guckt mal schnell weg. Das passiert gerade nicht. Aus. Verdunste. Verdunste schneller. Versickere, mach irgendwas, aber nicht in die. Ja, eine kleine Überschwemmungskatastrophe, nur eine ganz kleine. Die Natur ist grausam, da kann ich absolut gar nichts dafür, wie die Natur ist. Das Wasser in dem Spiel verstehe ich einfach ab und zu nicht. Das ist absolut. Da ist Minecraft-Wasser ein Scheißdreck dagegen. Da gibt es wenigstens noch logische Regeln, aber hier. Staudamm habe ich ja schon gesagt, gibt es auf dieser Map eigentlich, wenn dann hier irgendwo, wobei, nee, auch nicht. Beruhigst du dich auch mal wieder? Oder überschwemmst du den Rest meiner Stadt auch noch? Bis gleich, Kasper. Einmal durchspülen bitte, genau. Ja, Shizuka, perfekter. Perfekter. Habe ich gut gemacht. So, jetzt beruhigt sie es mal wieder. Jetzt mal abwarten, auf welchen Pegel es sich einpendelt. Auch die Gebäude sind jetzt durch die Spezialisierung auch wieder keine Ausstiegsmöglichkeiten. Abwarten. Da haben wir alles. Hier baut sich's langsam auf. Das ist alles schön. Klick, klick. Und das Geld fließt. Strom, Abwasser, 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 Abwasser. Also das ist jetzt eine von diesen, deswegen auch der grüne Anstrich, von den neuen. Die produzieren ein wenig weniger Dreck im Wasser. Ich muss ehrlich sagen, der einzige Effekt war mal, wo ich mit dem Dreckwasser Probleme hatte, war, dass ich ganz am Anfang, wo ich noch nicht wusste, wie alles funktioniert, sozusagen umgekehrt gebaut habe. Also das Dreckwasser ist dann in diese Wasserpumpen reingelaufen und dann ist meine Bevölkerung gestorben. Ich verstehe bis heute nicht warum, aber sie ist dann, war dann nicht mehr glücklich. Das Gebäude leert sich immer noch.
Das sieht erbärmlich aus. Aber es ist halt der Wasserspiegel hier, aber das sieht scheiße aus. Da sah es vorhin besser aus, muss ich sagen. Wieso bist du immer noch unter Wasser? Da ist doch... Mach die Fenster auf, lüftet ein bisschen, dann verdampft das Wasser von alleine. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann noch nicht. Worüber ich noch glücklich bin, ist die Tatsache, dass ich noch keinen größeren Verkehrsstau habe, wo ich jetzt sagen würde, da Panik, 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 dann müssen wir irgendwie einschreiten. Noch ist es durch den verteilten Aufbau recht gut. Der Waldbrand ist auch ausgegangen, auch schön. Das Krankenhaus können wir mal verlegen und zwar hier hin. Ja, jetzt sind erstmal alle traurig und dann sind wieder alle glücklich. Genau. Eine große Feuerwehr wollte. 75.000. 75.000. Schön. Können wir uns noch nicht leisten. Nachdem ich das ganze Geld ausgegeben habe, um die... Derweil können wir uns ja mal hier drum kümmern. Wie machen wir das? Das wäre hier. Aber das passt. Dann können wir hier hin. Was ich dann doch hier gerne machen würde, wäre, wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, eine Fähre hinzubauen. Natürlich auch eine Fernbindung. Wenn wir irgendwann mal hier die anderen Gebiete haben, werden wir auch eine Fähre bauen. Also das im Hinterkopf behalten, beziehungsweise das können wir auch dann umbauen. Wo sind denn die Fähren? Fährkai. Nein, großer ist da übertrieben, da wird er dann schon eher der kleine. Okay. Aber wir können ja eins von den Dingern. Gab es ja nicht, da gab es noch andere. Wo waren die? Alle zum Yachthafen. Schwimmendes Café. Okay. Guten Nacht, Shizuka. Danke nochmal fürs Mitspielen. Für mich fertig machen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss, tschüss. Irgendwo waren doch noch zusätzliche. Wo waren das? Waren das doch bloß die hier? Scheinbar. Was bist du? Ein Rathaus. Jetzt haben wir ein Rathaus. Das hört man dann vielleicht auch hier irgendwo hin, aber das kommt dann später. Ich wollte einen Hafen, einen Yachthafen wollte, wenn Yachthafen.
Nein. Nein. Und den Teil kann ich sowieso wegmachen. Den hier auch. Und du bist sowieso zu groß. Kanal klein. So. Nächstes Atlantis incoming. Gut, wir warten mal wieder, bis sich das Ganze beruhigt hat. Und sorgen dafür, dass unsere Stadt nach oben wächst. So, in der Höhe könnte jetzt das Wasser bleiben. Aber es wird abfließen, das ist schade. Ja, wenn. Sandsäcke wären wahrscheinlich keine schlechte Idee. Und zumindest ist die Straße mal sauber gemacht. Bei der Straße sauber gemacht. Gibt es hier den? Jawohl. Straßenmeisterei. Straße. Ich hoffe einfach mal, dass die weiterfahren, als der grüne Bereich mir gerade anzeigt. Straßenmeisterei ist vor allem dann durch die Traffic Manager Mod, die ja wirklich den Straßenzustand oder allgemein Straßenzustand hier sieht man ja alles rot, 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 rot. Die sorgen dafür, dass die Straßen in Anführungszeichen repariert werden oder wieder instand gesetzt werden und dann können Autos da auch wieder schneller fahren. Ansonsten fahren die dann nämlich um einiges langsamer. Und jetzt ist der Tümpel wieder komplett leer. Wie gesagt, wir werden ein bisschen warten müssen, bis es sich beruhigt hat. Du bist immer noch nicht. Solange wir warten, können wir auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben drehen. Es steigt. Also noch sieht es optisch so aus, als wenn Wasser reinfließen würde. Ja, noch fließt Wasser rein, das zeigen die Pfeile an. Und jetzt fließt Wasser raus. Jetzt probieren wir den Yachthafen nochmal. Na bitte, geht doch. Da haben sie das Ganze so hübsch gemacht und dann haben sie so einen Bockmist mit den
Dingen gebaut, die im Wasser sind. Da kann doch kein Mensch in ein Boot einsteigen. Wie soll denn das gehen? Jetzt ist es im Warten, nee. Au. Hat mich das gerade so viel. 8, 9.000 jedes Mal gekostet. Ach Scheiße. Aber das seht ihr, was ich meine. Das ist doch. Hoppla so. Das finde ich optisch so schön alles ist. Es ist immer noch so Dinge, wo einem dann so ins Auge stechen, wo du sagst, nein, warum, warum, warum musste das sein? Uns geht der Strom aus. Tatsache. Wir können einen Aufwindsolarturm nicht bauen, weil wir kein Geld haben. Kredit, 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 Kredit. 20.000. Strom, was haben wir noch? Staudamm bringt, wie gesagt, auf der Map wahrscheinlich nichts. Und dann gibt es ein Geothermiekraftwerk. Das bringt aber nur schlappe 80 Megawatt. Und kostet mich 81.000. Der Aufwindsolarturm bringt immerhin 240 vor. Ja, der wäre wohl von den Kosten Nutzen fast am besten, sogar besser als die fortschrittliche Windturbine, die eigentlich ansonsten immer von Kosten Nutzen Faktor am besten ist. Ja, 1.300 die Woche für echt 80 Megawatt, also irgendwie was stimmt an dem Ding nicht. Ja, das wäre die ineffektivste Stromerzeugung, die ich überhaupt, naja. Aber ich kann nicht warten bis die 212. Ich muss erstmal den Kredit aufnehmen. Nehmen. Und dann bauen wir einfach eins von den Winddingern noch dazu. Ist immer noch recht eng. In der Hoffnung, dass wir es irgendwann mal schaffen, das Wasser bis nach da oben zu bringen. Du brauchst erstmal eine Wasserleitung. Strom brauchst du wahrscheinlich nicht. Nennen wir es Abenteuerspielplatz. Wer die Landung auf dem Boot überlebt, hat gewonnen. Und jetzt haben wir ein Müllproblem. Warum nicht auch noch ein Müllproblem? Da hätte man eigentlich schon auffallen sollen, weil mir die Gebäude gefehlt haben, die ich da ansonsten habe, die Verbrennungsanlage und so weiter.
Wir haben ein Müllproblem, weil dieses Ding hier auf Auto-Emptying ist. Jetzt sollten wir wieder genug Kapazität haben zum alles entleeren und die Einrichtung ist leer, perfekt. Das nenne ich mal Timing. Und du darfst wieder voll gemacht werden. Und Auto-Emptying wieder einschalten. Und wie mir gerade auffällt, habe ich komplett die Zeit aus den Augen verloren. Mir macht das Spiel einfach gerade wieder richtig Spaß. Trotz allem müssen wir für heute wahrscheinlich Feierabend machen. Ja, ich weiß, dass ihr ein Müllproblem habt. Müllwägen sind unterwegs, das ist gut. Also haben wir das Problem auch im Griff. Ich würde dann aber auch sagen, genug für heute. Morgen gibt es den nächsten Stream. Was weiß ich noch nicht, wann weiß ich noch nicht, kommt drauf an, wann ich nach Hause komme. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Followen, für die Hosts, für die Cheers. Darf ich diesmal nicht vergessen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Ich schicke euch noch weiter zum Pfeifelchen. Wünsche euch noch einen guten Abend und wir sehen uns dann morgen. Kommt gut ins Wochenende morgen, bringt den Tag für uns gut rum. Bis dann. Tschüss, tschüss, bye bye.